Hi, da bin ich wieder und heute geht es um große Konversationen. Ich meine jetzt weniger so Sachen wie ja, geistige Ergüsse, die während Talkshows entstehen oder die Politiker im Plenum ablassen. Ich meine jetzt eher so Gespräche, die zu Momenten stattfinden, wo man jetzt nicht so drauf bemüht ist, dass man seine Meinung an den Mann bringt und jetzt nicht unbedingt den anderen von seiner Meinung überzeugen muss, sondern einfach, ja, Smalltalk, aus dem sich was entwickelt. Die folgende Geschichte ist passiert auf der Heimfahrt von der Hochzeit meiner Großcousine. Es war Anfang 2011. Wir fahren los, dackeln da so vor uns hin und reden. Ja? Mein Vater, meine Mutter und ich. Im Auto, auf dem Weg nach Hause zu meinen Eltern. Irgendwann im Laufe des Gesprächs, aus irgendeinem Grund, kommt mein Vater rauf und sagt er, übrigens, das letzte Mal habe ich was gelesen. Da hat einer ein Urinal erfunden für Gaststätten. Ja? Ihr wisst ja, wie das ist, ja, dass die Leute halt so Toiletten in Diskotheken halt versauen, weil es ist ja nicht die eigene, die braucht man nicht sauber machen. Auf jeden Fall, dieses Urinal soll also das verhindern, weil es sozusagen den Fokus auf das, was man gerade macht, lenkt, indem er mit seinem Strahl ein Videospiel steuert. Ja, also Autorennen zum Beispiel. Steht davor, bissel nach links, Auto fährt nach links, bissel nach rechts, Auto fährt nach rechts. Gut. Also ich den Vorteil, fokussiert sozusagen denjenigen, der vor dem Urinal steht, auf das Geschäft, das er gerade macht. Weiter hat dann mein Vater irgendwann gemeint, so, übrigens, man hat auch festgestellt, bei Tests, bevor man das Ganze marktreif gehabt hat und sozusagen verkaufen konnte, Frauen fahren dabei schlechter. Also jetzt nicht generell, sondern halt bei diesem Videospiel. Ne? Das hat natürlich dann meine Mutter wieder in ihrem Feminismus gekränkt und sie hat dann natürlich gleich von der Rückbank vorgerufen, ja, das ist klar, Frauen fahren bei dem Ganzen schlechter. Und warum? Weil sie keinen Zipfel haben. Gut. Das Argument, ne? Tatsache, brauchen wir nicht drüber reden. Auf jeden Fall, was kommt einem da so in Sinn auf so eine Antwort? Ich habe vorher mit dem damaligen Freund, ich weiß nicht, ob es der noch der Freund ist, der jüngeren Großcousine, eine Bourbon Cola Search and Destroy Aktion durchgeführt gehabt auf der Hochzeit. Dementsprechend war ich natürlich ein wenig intoxiniert, ja. Habe also meinen Körper mit Alkohol vergiftet und das hat sich natürlich auch auf meine Gehirnzellen ausgewirkt. Auf jeden Fall, die Antwort, die mir dann als allererstes in den Sinn gekommen ist, war, ja klar, dass Frauen da schlechter fahren, weil stell dir mal vor, du sitzt in einem fahrenden Auto und versuchst während der Fahrt aus dem Auto raus auf ein Verkehrsschild zu schießen. Der mit dem kürzeren Lauf trifft schlechter. So, ab dem Moment war natürlich keine Konversation möglich. Die Familie hat sich im Auto vor Lachen gekringelt. Verständlich, ne? Also, ich könnte jetzt nur drüber schallend lachen. So einen Geistesblitz zu haben, das hat man nicht jeden Tag. Aber es ist noch nicht einmal zu Ende. Es geht noch weiter. Mein Vater hat dann irgendwann, so nachdem wir uns ausgelacht gehabt haben, gemeint, ja, und die Teile sind also darauf ausgelegt, dass man sozusagen nebeneinander sitzt, also steht, ja, und bieselt, und dass man rennen gegen den, der wo neben einem steht und bieselt, fährt. Jetzt habe ich natürlich dann auch überlegt, gut, ja, die müssten aber dann zur selben Zeit hingehen und ungefähr dieselbe Menge Flüssigkeit getrunken haben und auch ungefähr denselben Grundumsatz durch die Nieren haben, dass die sozusagen gleiche Bedingungen haben. Jetzt habe ich natürlich dann gefragt, sage, jetzt mal blöde Frage, aber was ist jetzt, wenn einer dann früher fertig ist mit ein bisschen? Geht dem dann im Rennen der Sprit aus? Schlechtes Boxentiming oder schlechte Strategie? Gut, daraufhin sind wir natürlich wieder alle am Rotieren gewesen vor Lachen. Mich hat es eh gewundert, dass wir nicht aufgehalten worden sind, weil die letzten Kilometer, die wir nach Hause gefahren sind, auf der Bundesstraße, wo ja eigentlich 100 km/h erlaubt sind, sind wir so gemütlich mit 50, 60 dahingezockelt. Schneller ging es einfach nicht. Nicht, weil mein Vater einen im Tee gehabt hat. Auf keinen Fall. Mein Vater trinkt seit, ich glaube,
40 Jahren kein Alkohol mehr, also gar kein Alkohol mehr, sondern weil wir alle so am Lachen waren. Das sind meiner Meinung nach große Konversationen während einer Autofahrt. Das war's dann für heute. Ich freue mich schon, wenn ihr mal wieder reinschaut für den nächsten Videoblog. Mal schauen, was ich da für Geschichte auf Lager habe. Wir sehen uns dann. Also, pfiat's euch. Ihr seid sie immer noch da. Ich merke schon, ihr seid von der Sorte, die sich im Kino einen Abspann bis zum Ende anschaut, oder? Es könnte noch was kommen. Ja, ich mach's auch, ich geb's zu, ich bleib sitzen. Bis der Abspann durch ist, es könnte ja wirklich noch was kommen, ne? So Blubbers oder sowas. Gut, und für alle die, die jetzt sozusagen zu derselben Sorte gehören und einfach nicht abschalten konnten, habe ich jetzt noch ein wenig Triviales gesammelt. Ja, also das ganze Gespräch hat keine 10 Minuten gedauert oder was. Ohne Lachen natürlich. Mit Lachen ungefähr eine halbe Stunde. Ja, um das Ganze dann niederzuschreiben, hat ein wenig länger gedauert. Also ich habe knapp eine Stunde bei meinen Eltern zu Hause dann gebraucht, um das Ganze ja, erst einmal im Kopf zu sortieren, um mich dann hinzusetzen und zu schreiben. Insgesamt hat es 2,5 Stunden gedauert, bis alles war. Also von Ankunft zu Hause bis sozusagen Öffentlichstellung. 2,5 Stunden. Also man sieht, ich war also da mit Bourbon und Cola ja, gut im Kampf gewesen. Wo ich darüber froh bin, das ist, dass unsere Familie nichts davon mitbekommen hat. Also der Rest der Grauschen Familie. Ne? Weil ich bin mir sicher, die, wenn das mitbekommen hätten, die hätten unseren Namen aus dem Familienstammbaum gemeißelt, das Ganze wieder vergipst und dicke Schild hingenagelt. Unbekannt verzogen, haben hier auch nie gewohnt. Während ja, sie gleichzeitig einen Bannspruch aussprechen ließen von 666 Zigeunerbaronen, die diesen während einer Massenentjungferung natürlich schwarzhaariger Schwedinnen mit asymmetrisch-ellipsoalen Brustwarzenvorhöfen in einem Inuit-Dorf vollziehen, während die Sonne durch ein Loch im Heiligen Eisberg in die linke untere Ecke des Hauses des Dorfschamanen scheinen lässt und dabei dessen Putzfrau blendet, während sich gleichzeitig durch dieses Ereignis beim Bürgermeister des nächstgelegenen Dorfes, Inuit-Dorfes, Inuit-Iglo-Dorfes, sich eine Robbenfleischallergie einstellt. Ja, ich denke mal, der Spruch alleine hat mir damals, während ich den niedergeschrieben habe, im Internet eine gute Stunde Zeit gekostet, um den so hinzukriegen. Was noch dazu kommt, also zu den großen Konversationen, ich bin mir mal sicher, auf nüchtern Zustand hätte ich das nie im Endeffekt zustande gebracht, diese logische Konstante im Universum zu entdecken, ist sowas wie ja, die Relativitätstheorie beim Bieseln. Frauen treffen bei solchen Spielen schlechter, weil sie von Natur aus den kürzeren Lauf haben. Das wäre mir wahrscheinlich nüchtern nie eingefallen. So, das war's jetzt. Jetzt ist aber wirklich Schluss, ne? Also ihr wisst ja, so Paulchen Panther und so. Gut, ich singe jetzt hier nicht weiter, sonst kriege ich nur Ärger mit Henry Mancini oder der GEMA. Ja, das war's dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bleibt mir gewogen. Wir sehen uns dann beim nächsten Videoblog. Bye, bye.